Hi zusammen, heute habe ich super coole, einfache Beauty-Hacks für euch, die man wirklich sehr gut im Alltag anwenden kann. Und ich hoffe, da ist auch was Neues für euch mit dabei. Ansonsten schreibt auf jeden Fall mal eure Lieblings-Beauty-Hacks und Tipps in die Kommentare, da freue ich mich schon sehr darauf. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los mit dem Video. Legen wir los mit Hack Nummer 1 und dabei handelt es sich um ein Deo. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich mal vor längerer Zeit ein Do-It-Yourself zu einem Deo gemacht habe, das war aber in Cremeform. Und jetzt habe ich was super Einfaches und total Tolles für euch entdeckt und zwar Deo aus Babypuder. Also einfach ganz normales Babypuder verwenden, weil ich meine, was einen Babypopo trocken und sauber und frisch hält, das ist auf jeden Fall nicht schlecht für uns und deswegen gebe ich mir einfach Babypuder unter die Arme und es riecht gut. Und es hält trocken, allerdings natürlich nicht so lang wie ein normales Deo, aber das kann man ja auch mal auffrischen zwischendurch und ich finde es sehr angenehm. Weiter geht es mit Hack Nummer 2 und der ist für einen Bad Hair Day gedacht und ich persönlich mag kein Trockenshampoo und habe deswegen jetzt für mich Babypuder entdeckt und das finde ich sehr, sehr angenehm. Es saugt so das Fett und die Feuchtigkeit auf der Kopfhaut auf, aber es trocknet sie überhaupt nicht aus. Es ist wirklich unsichtbar, wenn man das schön einmassiert und es verklebt überhaupt nicht. Es ist super angenehm auf der Kopfhaut und erfüllt seinen Zweck, also absolut top. Und wenn ihr so Locken habt wie ich, also Naturlocken und die dann so ein bisschen kraus werden und einfach noch so ein bisschen Haaröl reingeben und dann ist eure Frisur eigentlich auch schon wieder fertig. Ihr könnt sie ein bisschen stylen, wenn ihr wollt oder auch einfach so rausgehen. Jetzt kommt ein Tipp, wie eure Foundation besser hält und auch natürlicher aussieht. Und zwar solltet ihr euer Gesicht einfach mit Feuchtigkeit versorgen. Und dafür creme ich mein Gesicht gute 10 Minuten vor dem Make-up ein. Und zwar eben passend zu meiner Haut mit einer etwas reichhaltigeren Creme. Und lasse das dann gut einziehen. Und dadurch, dass dann die oberste Hautschicht schön durchblutet ist und auch gepflegt ist, kann das Make-up viel besser halten und teilweise auch so ein bisschen einziehen. Und es entstehen keine unschönen Hautschüppchen mit Make-up drunter. Das kennen vielleicht manche von euch auch besonders im Winter. Und entsprechend creme ich mir an der Stelle auch ganz dick meine Lippen ein. Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr zur trockenen Haut neigt und zwar solche dünnen, flüssigen Make-ups, die könnt ihr nämlich ganz, ganz toll mit der Hand verteilen und das auch völlig ohne Druck, sondern eher so leicht über die Haut streichen, weil dadurch verhindert man, dass sich so unschöne Hautschüppchen eben bilden, die gerade häufig auch mit dem Pinsel entstehen, zumindest bei mir. Und wenn ich das dann so grob verteilt habe, nehme ich das Überschüssige mit tupfenden Bewegungen dann wieder mit meinem Beauty-Blender ab und verteile das dann auch nochmal so ein bisschen und so bekomme ich das schönste und natürlichste Ergebnis hin. Jetzt kommt nochmal ein Hack mit Babypuder und zwar muss ich mein Make-up auch setten und den Glanz so ein bisschen mattieren und dafür nehme ich auch einfach nur Babypuder, weil es pflegend ist, es trocknet die Haut überhaupt nicht aus, es sieht nicht pudrig aus auf der Haut und es erfüllt seinen Zweck, die Haut wird matt und das Make-up fixiert. Für den nächsten Hack brauchen wir einfach nur ein Lineal und damit ermitteln wir jetzt euren perfekten Wing für euren Eyeliner. Und dafür legen wir das Lineal einfach vom Lippenherz beginnend am Nasenflügel vorbei bis zum äußeren Ende eures Auges an. Und dann nehmt einfach euren Eyeliner nach Wahl und zieht euren Wing. Das ist euer perfekter Winkel, zumindest hat es bei mir perfekt funktioniert. Es ist auch so der Winkel, den ich persönlich sehr gerne mag für meinen Wing. Und dann muss die Linie einfach nur noch aufgefüllt werden und ihr seid fertig. Wenn die Lieblingsmascara anfängt zu klumpen und irgendwie nicht mehr so schön flüssig ist, dann hilft auf jeden Fall Wärme sehr gut. Und da habe ich einen unkonventionellen Tipp online gefunden und zwar die Mascara einfach zu Beginn vom Make-up in den BH stecken und es da einfach wärmen, bis man sie eben braucht. Ihr könnt euch aber auch einfach draufsetzen oder das Ganze in ein Glas heißes Wasser stellen. Aber ich denke, so ist es ganz einfach und praktisch. Und dann ist eure Mascara auf jeden Fall wieder sehr viel geschmeidiger. Falls es aber auch schon nicht mehr hilft, weil eure Mascara vielleicht schon älter ist. Dafür habe ich auch noch mal einen Tipp online gefunden und zwar einfach Kontaktlinsenflüssigkeit so ein bisschen dazugeben, das Ganze auch leicht schütteln, aber nicht zu sehr und auf keinen Fall pumpen, dass da Luft reinkommt. Dann ist die Mascara auch noch mal etwas besser und länger zu gebrauchen.
Den Mini-Tipp kennt ihr wahrscheinlich schon, aber der absolut beste Helfer beim Make-up, wenn irgendwas daneben gegangen ist, ist auf jeden Fall ein Wattestäbchen. Und gerade beim Thema Mascara, bevor ihr da dran geht, erst trocknen lassen, weil ihr ja wahrscheinlich schon euren Lidschatten aufgetragen habt oder ein Puder. Und wenn es getrocknet ist, könnt ihr es super leicht entfernen. Und falls doch so ein bisschen zu viel noch mitgeht von dem Lidschatten zum Beispiel, dann geht einfach mit dem Pinsel nochmal leicht drüber und dann sieht man euren Patzer nicht mehr. Bei dem nächsten Hack machen wir uns unseren nudefarbenen Lippenstift selbst und das funktioniert natürlich am besten mit unserem Concealer, der ohnehin schon zu unserer Gesichtsfarbe passt. Und da habe ich mich jetzt für den Pro Longwear Concealer von MAC entschieden, weil der einfach sehr schön flüssig und pflegend ist und überhaupt nicht austrocknend. Und da ich eben zu trockenen Lippen neige, creme ich sie vorher ein und benutze dieses Produkt, dann ist es nämlich gar kein Problem. Und auftragen tue ich das Ganze mit meinem Finger, das heißt, ich nehme ein bisschen, tupfe das auf meine Lippen drauf und verblende das dann aber mit dem Beauty Blender und ich finde, so kommt ein super schönes, gleichmäßiges Ergebnis raus. Egal welchen Lippenstift ihr tragt, wenn ihr das Ganze etwas haltbarer und vor allem matt machen wollt, dann nehmt auch einfach wieder Babypuder und ihr habt euren matten Lippenstift. Das Ganze könnt ihr auch als perfekte Base sehen für euren Lieblingslippenstift, weil wenn ihr natürlich ein weißes Blatt Papier habt oder entsprechend eine mit Concealer bestrichene Lippe, dann kommt die Farbe von eurem Lippenstift super schön raus. Das heißt, es sieht im Prinzip fast so aus wie am Lippenstift selbst und das ist ja wirklich das, was man gern hätte, wenn man so einen Lippenstift kauft, dass man auch die Farbe bekommt, die man sieht und so habt ihr dieses Ergebnis erreicht. Bitte schreibt mir jetzt auf jeden Fall noch eure persönlichen Beauty-Tipps und Tricks in die Kommentare. Und ich denke auch, dass es richtig cool ist, dass man sich so gegenseitig in den Kommentaren noch mehr austauscht. Da ist bestimmt auch noch mal jede Menge Neues mit dabei. Und ich hoffe auch, dass ihr aus diesem Video etwas Neues mitnehmen konntet. Ist ja gar nicht so einfach auf YouTube, aber das waren jetzt alles Tipps und Tricks, die ich persönlich richtig cool fand und die ich gerne mit euch teilen wollte. Und ansonsten könnt ihr auch gerne noch mal hier vorbeischauen bei diesen beiden Videos. Bei dem einen ist zum Beispiel auch noch mal das Thema Hacks mit dabei. Und zwar Beauty Hacks mit Washi Tape. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich werde euch alles auch nochmal zusätzlich in die Infocard und auch in die Infobox verlinken, falls ihr mobil unterwegs seid. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!